Hi und herzlich willkommen zurück zu OrgaTV. Heute sieht das Studio wieder ganz normal aus, nicht wie letzte Woche. Und wir haben aber heute super Themen, auch zum Teil anknüpfend an letzte Woche. Stell uns mal vor, Benni, was haben wir denn heute alles? Ja, nee, das ist deine Aufgabe. Meine Aber ja, Aufgabe. deine Aufgabe. Halt, halt, halt. Aber vorher erzähle ich was zu den anderen Themen, die nicht zur letzten Woche anknüpfen. Okay. Also, wir waren für euch auf der Freizeitmesse und der Beitrag wird so ein bisschen eine Überraschung. Ihr seht ihn ja nachher, ich sage dann auch nochmal was dazu. Und wir waren beim Max-Ophüls-Preis und auch dort war es sehr cool. Tolle Impressionen, aber ich will euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Sondrin, erzähl uns, was haben wir zuerst? Also zuerst haben wir wieder von unserer Tussi ein Video anknüpfend zu letzter Woche. Und zwar hatten wir letzte Woche hier eine richtige Partysendung mit Shots, mit Cocktails, mit Barkeeper, mit allem drum und dran. Als die Sendung vorbei war, ging die Party dann natürlich auch noch weiter. Und wie ihr das so kennt, dann trinkt man mal ein, zwei zu viel und am nächsten Morgen geht es einem nicht so gut. Und deswegen haben wir hier die besten Anti-Kater-Tipps für euch. Was für eine Nacht. Falls auch ihr mal wieder völligst eskaliert seid, haben wir hier für euch unsere 5 besten Anti-Kater-Tipps. Bevor ihr saufen geht, müsst ihr erstmal eine Pizza essen. Oder besser noch zwei Pizza. Zwei Pizza. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht vergessen dürft, die Plastikfolie abzumachen. Ah. Das schmeckt nämlich überhaupt nicht lecker. Und jetzt, da die Pizza fertig ist und ich fertig bin, können wir ja schon mal anfangen, die Pizza zu essen. Elise, willst du noch einen Schnaps? Nee, lass mal. Ich bleib heute bei einem Getränk. Mein Tipp, nicht mischen. Und bevor ihr schlafen geht, müsst ihr unbedingt dran denken, noch eine Flasche Wasser zu trinken. Das ist mega wichtig. So, und wenn es euch genauso schlecht geht wie mir, dann hilft es mir immer, wenn ich einfach noch so eine Elektrolyttablette hole, die bekommt ihr in der Apotheke und dann hat euer Körper bald wieder alle Nährstoffe, die ihr braucht und dann seid ihr einfach wieder fit. Und wenn gar nichts hilft, schmeißt ihr einfach noch eine Ibu ein. Easy. Ja, ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Dann wisst ihr jetzt beim nächsten Mal, was zu machen ist. Schon vorsorgen und auch nachher könnt ihr auf jeden Fall viel gegen einen Kater machen. Ja, genau. Man muss noch alles zu Hause haben. Also vorsorgen. Genau. Unbedingt. Ja, Sandrine, zum Thema Filmfestivals. Welche fallen dir denn spontan ein? Oh, da gibt es den Oscar, die Goldene Himbeere. Ja, immer lustig. Es gibt Cannes. Ja, die Filmfestspiele in Cannes. Ja. Aber ja, du kommst doch aus dem Saarland, jetzt bring mal was Cooleres, ja, was Lokales. Stimmt, da gibt es auch noch den Max-Ophüls-Preis. Ja. Klar. Und der ist auch ganz cool.
Aber da gibt es lange nicht so berühmte Schauspieler wie auf den anderen, oder? Ja, nein, es kommt drauf an, wie man das sieht. Aber sag mal, magst du Til Schweiger? Oh ja, total. Ja, man sagt sich, der wurde dort entdeckt. Echt? Ja. Krass. Ja, und auch diesmal war es wieder cool. Ob da ein Weltschauspieler, ein weiterer entdeckt wurde, das stellt sich wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren raus. Auf jeden Fall waren coole Jungschauspieler zu sehen. Wir haben auch die Andrea Sawatzki gesehen, die ihr vielleicht von Tatort kennt. Und es war ansonsten auch danach noch eine tolle Party, vielleicht anschließend zum Thema zuvor. Und ich möchte euch jetzt auch gar nicht auf die lange Folter spannen. Lasst die Impressionen auf euch wirken und schnuppert ein bisschen Max Ophüls. Jetzt! Was haben wir uns für Ziele gesetzt? Ich denke, den deutschsprachigen Nachwuchs weiter zu fördern, ihm die größtmögliche Bühne zu geben, die wir haben können und ja, junge, tolle Talente weiterhin zu fördern. Einmal im Jahr verwandelt sich Saarbrücken zur Bühne für das junge, deutschsprachige Kino. Das Filmfestival Max Ophüls Preis stellte auch in diesem Jahr wieder über 150 Filme von deutschsprachigen Nachwuchskünstlern vor. Ich bin Luise Heyer. Ich laufe hier mit 2 Filmen. Einmal bitte alles und die Rest meines Lebens. In Einmal bitte alles geht es um eine Frau, die versucht, ihren Platz im Leben zu finden. Platzdeckchen. Ja. Lotte hat eine Probekiste vom Frankengut mit ganz leckerem veganen Wein. Es gibt veganen Wein? Ja. Ja, ja, das toll, ist oder? Ja. Voll schön, oder? Ja, ist mega schön. Ja. Sag mal, wo hast du die nochmal her? IKEA. Eigentlich wie sagt die Regisseurin, eine Gefühlsstudie über unsere Generation. Und in dem anderen geht es darum, wie man mit Trauer umgeht. Mit 23 bin ich nach Amerika. Mein eigenes Studio gegründet und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Hörbiografie. Menschen dabei helfen, das Abenteuer ihres Lebens zu verewigen. Und auch ihres Todes. Was ziemlich leicht ist, wenn man in der zweiten Reihe steht. Für mich war der Tod nichts Schlimmes. Nur der Beginn von etwas Neuem. Der Drehbuchpreis geht an Julia Kaiser und Jens Wischniewski für die beste meines Lebens. Wow, jetzt bin ich auch platt. Das freut mich ganz extrem. Dankeschön. Einer der großen Gewinner des Festivals war der Film 17 von Monja Art. Er erzählt von der 17-jährigen Paula, die uns auf dem Weg zum Erwachsenwerden durch das jugendliche Chaos aus Hoffnungen, Erwartungen und tiefen Emotionen führt. Hallo, hi. Das Schönste in einem Film ist, wenn eine Schauspielerin spielt und alles sagt, ohne dabei sprechen zu müssen. Der Preis für die beste Nachwuchsschauspielerin geht an Elisabeth Babic. Dann teilweise mit einem selber überschneidet und man so die Unterschiede sieht und sich selber halt trotzdem irgendwie wieder sieht. Das finde ich auch ganz lustig. Nächstes Jahr bei den Oscars, glaube ich. Genau, da sehen wir uns wieder. Nächstes Jahr bei den Oscars auf jeden Fall, aber mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ja, danke vielmals. Das ehrt mich total. Also, ich habe gerade noch meinem besten Freund geschrieben, dass ich mega nervös bin und nicht weiß, was ich machen soll. Er hat gesagt, ich soll die Luft anhalten.
Das habe ich jetzt da gemacht, deshalb kann ich gleich auch reden. Und ja, auf eine gute Feier. Der Max-Uwe-Preis 2017 geht an 17 von Das war das 38. Max-Ophüls Filmfestival. Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick in das junge deutsche Kino geben konnten. Schaut euch unbedingt die Filme an und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder beim Max-Ophüls-Preis. Ja, also es war auf jeden Fall ein richtig herzliches Festival, die Leute waren herzlich und deswegen auch das Herzsymbol, was ihr überall gesehen habt, wie zum Beispiel auf der Preistrophäe oder direkt am Eingang vom E-Werk, wo die Filmparty stattfand, überall war dieses Herzsymbol und es hat uns richtig gut gefallen. Wir sind auch richtig dankbar, dass wir hingehen konnten und filmen durften, hat richtig Spaß gemacht. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, die Freizeitmesse. Und eigentlich denkt man, Freizeitmesse, das muss doch voll der Rentnertreff gewesen sein. Ganz ehrlich, ihr werdet dort Spaß haben. Meine Empfehlung ist, geht dahin. Wir haben auch gleich danach den Messekalender durchgeguckt vom Saarland, denn die nächste Messe ist die Juni-Messe im März. Und Spaß ist nämlich, was ihr draus macht. Wir hatten dort super viel Spaß. Kommt drauf an, wie ihr mit der ganzen Situation dort umgeht. Und unter anderem gibt es jetzt ein bisschen Wohnwagen-Action und alles andere seht ihr gleich im Beitrag, der kommt jetzt. Hi, wir sind heute Hey Leute, wir sind heute für euch auf der Freizeitmesse und wir sind tierisch gut drauf. Passieren, dass zwischen ihnen, 2 Meter von ihnen entfernt, ein Grizzly vorbeiläuft und kein Zaun und keine Barriere zwischen ihnen und dem Tier ist. So Leute, hinter mir seht ihr schon den Freizeitrennen 2017, Alltime Classic, das Fahrrad. Heute? 27. So, dann fahren wir das mal ganz schön schnell mit dem Motor. Das geht ja jetzt wirklich sehr, sehr leicht. Also der Motor, der hilft schon sehr gut. Ich würde sagen, wir haben
Dann können selbst mein Opa mal noch mal eine Runde düsen. Hier auf der Freizeitmesse in Saarbrücken präsentiert sich Fiat als Innovationsführer schlechthin. Das hier ist das erste Wohnmobil mit autonomem Fahren. Da braucht man während der Fahrt noch nicht mal auf die Straße gucken. Perfekt für mich, den Justus. Mehr Zeit zum Geld zählen. Und wem normales Wohnmobil noch keine Verlängerung genug ist. Für alle Jungs da draußen, der noch nicht lange genug ist, kann ich nur empfehlen, der Heimann Grand Canyon S Allrad, bringt wirklich jede Box zum Platzen. So Leute, für alle, für die das Campen und das Fahrradfahren einfach zu wild ist, die können sich hier hinter mir einfach das komplette Verwendungspaket buchen. Vulkaneifel. Gut, nach so viel Action, Adrenalin, haben wir uns erstmal kühles Bier verdient. Prost Jungs. Prost. Hey Leute, das war's von der Freizeitmesse. Wie ihr gesehen habt, habt ihr nichts verpasst. Deswegen hoffen wir, ihr konntet wenigstens ein bisschen über uns lachen. Messerabatt. Also wenn sich das nicht lohnt. Wer hier nicht zuschlägt, ist selber schuld. Nee, das ist aber ganz schlimm. Ja, wie ihr gesehen habt, war cool, war lustig, war locker. Wir haben Bierchen getrunken und abgesehen davon, dass wir uns zum Spaß ein bisschen daneben genommen haben, durften wir jede Menge neue Sachen ausprobieren, wozu wir sonst nicht die Gelegenheit gehabt hätten, vor allem nicht so preisgünstig. Kann ich nur empfehlen, wie schon gesagt. Und davon werde ich noch meinen Enkelkindern erzählen. Natürlich aus meinem Wohnwagen. Ja, also Spaß ist definitiv das, was man draus macht, wie Benni eben schon gesagt hat. So ist es. Ich bin auch ein bisschen neidisch, dass ich an dem Tag leider nicht konnte, weil ich arbeiten gehen musste. War auf jeden Fall ein cooler Beitrag, den ihr da geschnitten habt. Danke. Und ihr müsst wohl richtig viel Spaß gehabt haben. Ja, auf jeden. Cool. War mega. Hätten wir vorher nicht gedacht. Ja, glaube ich, ja. So, ja. Damit sind wir schon bei unserem letzten Beitrag gewesen. Aber bevor wir uns verabschieden, wollen wir nochmal unsere nächste Sendung ankündigen. Nächste Woche, das ist die letzte Sendung für dieses Semester leider schon. Dann ist auch schon wieder vorbei. Es ging richtig schnell vorbei. Es hat so viel Spaß gemacht hier. Man hat so viele Sachen gelernt. Und wir haben auf jeden Fall noch ein paar Überraschungen für euch. Schaltet auf jeden Fall das ein. Das auf jeden Fall, ja. Es ist jetzt noch nicht vorbei. Eine kommt noch. Aber mit Likes in Facebook und YouTube müsst ihr nicht bis nächste Woche warten. Ihr könnt auch die Sendung hier schon mal liken. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Habt Spaß und schaltet wieder ein. Lernt fleißig für die Klausur nicht vergessen. Es geht so langsam richtig rund. Ja, nicht ja. So wie der Benni, der lernt erst in ein paar Tagen. Aber ich hoffe, ihr habt alle schon fleißig angefangen. Das war natürlich ein Scherz. Okay, bye bye, schöne Woche. Tschüss.